Und weiter geht's. So, der muss ja die Gülle machen. Der erntet fleißig. Der fährt brav weg. Das ist wunderschön. Ach ja. Jetzt habe ich dasselbe Problem, was ich immer habe. Dass alle Traktoren besetzt sind. Und ich gerade nicht weiß, was ich tun soll. Die Fahrt hätte ich auch sparen können, weil Benzin kauft er nach, also automatisch. Aber es war ganz schön, das zu sehen, wie das alles funktioniert. Arbeiten alle Hand in Hand, sehr schön. Davon habe ich immer geträumt, dass das mal so funktioniert. Ach, schön. Echt geil. Also meinen größten Respekt an den Modder, der das Ding gebastelt hat. Einfach krass. Schweine, Schafe. Ich habe nicht viel Geld. Verkaufen wir ein paar Schafe. Später kaufe ich da wieder Schafe, aber naja. Ist nicht. Ich sag, das Einerfeld, das wäre echt genial, wenn ich das hätte. Ob ich mir das leisten kann? Genau, sammeln wir ein paar Eier. Die machen ja so viel Gewinn. So, jetzt atme ich euch mal rein. War auch schon zwei Flaschen leer davon. Sightseeing. Er hat Langeweile zwischendurch. Deswegen bin ich hier auf den Berg gestiegen. Auch um die Aussicht mal zu genießen. Also nicht die, aber diese. Dass man die Dimensionen mal sieht. Wie gewaltig das alles ist. So krass. Da ist irgendwie ein Grafikfehler. Damit kann ich leben. Ist nicht so tragisch. Sieht mal schön die Gewächshäuser von mir. Den seht, das ist ein Grund, den ich immer noch nicht kenne. Also, warum der da ist, einfach nur dick oder. Ich weiß nicht. Und das Wasser hier ist ja auch nicht wirklich Sinn macht, der Graben. Nicht was Cooles entdeckt. Was? Geil, oder? Das sieht hier auf und zu gehen. Ich finde das krass. Man hat sich gar nicht Zeit, sowas richtig anzuschauen. Auch die Schaufel, die da in der Ecke steht, die man leider nicht nehmen kann. Das sind schon coole Sachen. Ach ja. Und der Zaun, über den er einfach nicht rüberkommt. Und der fährt und fährt und fährt. Ich soll jetzt hier mal eine Pause machen. Weil der Meer noch nicht so weit ist. So, das Ding verkaufen wir hoffentlich endlich mal.
Damit gleich probiere ich es noch, die Paletten damit hochzuheben. Ich sehe dann, dass das nicht funktioniert. Ich überlegt, was könnte ich die Ballen draufpacken, also die Paletten für den Schahhafen. Aber leider habe ich da auch nichts Passendes gefunden irgendwie. Da war ein Schnitt. Und da habe ich dann doch endlich mal diesen komischen Radlader verkauft und das Ding dafür besorgt. Jetzt auch mit dem Zeug jetzt hier langsam vorwärts geht. Ja, wie gesagt, ich habe es versucht hochzuheben, aber ich habe keine Videoaufnahme von leider. Hat auf jeden Fall super funktioniert, also eher nicht. Und deswegen habe ich dann den. Ich weiß gar nicht, wie sagt man dazu? Teleskoplader. Genommen. So, der ist fertig mit Abwirtschaften. Also wie gesagt, das ist ein relativ großer Sprung dazwischen. Ah, ich habe nicht wirklich viele Sachen gemacht. Der hat nur das Feld fertig gebracht. Und ja, so Dinge halt. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwas im Silo-Bereich sicher wieder. Ah, genau, ich glaube, ich fahre den Netz. Ne, fahre ich nicht. Okay, ich fahre nicht. Ist mir jetzt der Vettel eingefallen, oder wie? Zettler, wie sagt man? Oh Gott. Der Unkrautentsorger. Da ist er. Yep. Ist mir eingefallen. Ich bin zum Angewöhnen, das Ding ausgeklappt zu lassen. Wo will er hin? Ah, ich glaube, ich will den Trailer holen. Jetzt fällt mir auch gerade ein, dass ich den gar nicht ankoppeln kann. Weil da vorne das Ding noch dran ist und ich hinten den nicht anhängen kann. Also. War das für ein Arsch. Deswegen stelle ich einfach daneben und hole den Traktor. Hätte ich vorher schon machen können mit dem anderen Traktor, aber naja. Mitdenken ist halt das Problem manchmal. Und ich weiß nicht, warum ich immer links fahre. Ist manchmal sehr strange. Den müsste ich jetzt hier rechts in die Ecke stellen, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne. Na, genau so, dass er im Weg steht. So, jetzt packe ich den dran und dann fahre ich den hoch zum. So ein Schafen, wenn ich mich richte. Oder war das Gerste? Ne, Gerste ist heute nicht im Angebot. Hackschnitzel, ja, Hackschnitzel habe ich nicht. Ah, Soja. Weizen? Ah, Gerste, doch, Gerste, ja. Gerste. Jetzt sehe ich, glaube ich, dass es gar nicht im Angebot ist. Aber Silage. Wenn das hier war. Nein, war es nicht. Ich ziehe es durch. Gut. Dann fahren wir da schnell rüber zum Diner. Ist ja ganz alles so ein bisschen langwierig, trotz doppelten Speed. Oh, was soll's. Hilft ja nix. So, und von dem Geld habe ich irgendwas gekauft. Ich weiß es noch. Ich weiß aber gerade nicht was. Und das ist echt wenig, also. Das hat sich auf jeden Fall rentiert.
So, jetzt aber fahre ich den aber zum Schafen. Ein Schwein wurde geboren. Genau. Ich bin so gewöhnt, dass ich da einfach Tieflader hinstelle, also einen Kipper. Und die Paletten einfach immer, soll ich sagen, reinschmeiße. Wenn es im Angebot ist, fahre ich den Kipper einfach hin und lade es ab, aber hatte später festgestellt, dass es eine bessere Möglichkeit gibt. Was doch sehr viel besser aussieht als dieses dilettantische hier. Ich weiter links. Ja, jetzt sieht es ganz praktisch aus. Okay. Sehr schön. Der Monitor. Ja. Funktioniert super, gell? Aber ist drin. Das ist das Wichtigste. Automatisch beladen wir auch noch eine Möglichkeit. So, der ist auch fertig. Ne, das willst du mal ran. Klapp mal zusammen das Ding, stell das mal dahin irgendwo, dass es nicht im Weg ist. Ich muss jetzt da wie auf dich herumspringen, weil ich einfach nicht weiß, was ich machen soll. Wann war das Spiel? Ist am Anfang. Ja gut, ist schon bei der 21. Folge, also am Anfang. Das ist doch schon 10 Stück drum in-game. Also out-game auch. Genau, hör mal den. Das ist eine gute Idee. Auch wenn da noch ein bisschen Mist drin ist. Ich weiß nicht genau, was ich da gedacht habe. Automatisch beladen geht da auch nicht. Ich versuche halt das Ding leer zu kriegen. Weil ich das Ding wieder brauche. Weil mittlerweile habe ich ja 2, aber das dauert alles ein bisschen länger als gedacht. Ich könnte sicher einstellen, dass er die Runde permanent fährt. Wie soll ich sagen? Ja, dass er das permanent hier ablädt. Allerdings, ja, jetzt kommt der Salat. Wo ich dann später feststelle, dass die so viel Abstand brauchen wie möglich. Was ein bisschen blöd ist. Das sieht noch relativ gut aus. Aber das geht halt nicht. Warum auch immer. Vielleicht weil der Traktor da steht. Ich weiß. Okay. Ich weiß es nicht. Warum ich immer so müde bin, ist auch so eine Frage. Und da geht's auch wieder nicht. Das ist echt seltsam. Da geht's. Aber so großen Abstand wollte ich halt nicht lassen, weil das sieht echt furchtbar aus. Und da geht's ja auch näher. Also, es liegt echt am Traktor, glaube ich. Naja. Das ist hier so arbeit hier. Ja, ich denke, ich werde da mal einen Autokurs machen. Wird einfach die Strecke abfährt. Könnte ich machen eigentlich. Problem ist, der müsste überall da halten an den Punkten. Oder aber ich lasse ihn. Angenommen, ich würde jetzt beim Misthaufen starten. Eine einfache Strecke machen. Dass er diesen Kurs hier abfährt. Und dann auf Geschwindigkeitsbegrenzung, was weiß ich. 2 gehe oder so.
Können wir es auch auf 1. Dann kann das alles automatisch beladen. Und ah, die Silage ist fertig, genau. Da war ja was. Automatisch beladen und ist, der Endpunkt ist ja wieder kurz vorm. Kurz vorm, sag schon. Vom Mistsilo. Misthaufen. Dann belade ich den quasi nur also selbstständig und der fährt das alles automatisch ab. Ich denke, das wäre eine gute Möglichkeit. Müsste eigentlich funktionieren. Alter, warum bin ich so müde abends immer? Das ist ja furchtbar. So, genau. Wasser brauchen sie schließlich auch noch. Ja. Ja. Nein. Jetzt. Nein. Jetzt. Nein. Jetzt satt. Meine Fresse. Das ist immer noch so laut. Unglaublich laut. So ist besser. Hab ich echt mal mitgedacht, das ist ja unfassbar. Hat zwar jetzt doch 10-12 Minuten gedauert, aber jetzt habe ich doch mal mitgedacht. Kurzzeitig. Genau, du musst deine Gabel da lassen. Mit dem Weg am besten. Das ist eine super Idee. Dann holst du da hinten mal das Schäufelchen. Und dann fahren wir mal zum Silagebereich. So, Mist Haufen ist ja nicht größer, das ist ein bisschen schade, aber okay. Ja. Du siehst einfach gar nichts aus der Perspektive, gell? Ist ein bisschen traurig, aber. Erfahrungsgemäß komme ich am richtigen Punkt raus. So, hier die kleine Minimap unten links. Aber jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo ich mich dran noch erinnere. Oh Gott, das geht jetzt hier echt lang. Ich denke, ich werde einen kurzen Break machen. Und das alles in mehr Speed packen. Das geht jetzt hier echt eine ganze Weile. Na, ich denke, so mache ich es. Thank you.
Ja, war doch recht schlott. Recht nice, oder? Vor allem, das war jetzt 20-facher Geschwindigkeit, währenddessen das lief. Meine Fresse. Könntest du dir vorstellen, wenn ich da gebastelt habe? Da ich wieder eine Feldmission gemacht, spaßenshalber. Ja. Ich hatte halt Langeweile irgendwie, ich weiß auch nicht wieso. Keine Ahnung. Kommt auch ab und zu mal vor. Irgendwie ist es ziemlich leise, habe ich den Eindruck. Ah ja. Das Lied war ziemlich laut und also, okay. Da muss ich mal schauen, ob ich das Lied irgendwie leiser machen kann dann. Werde ich sehen. Ja, das eingestellt, das ist eigentlich mal ein bisschen. Genau. Ein bisschen kürzen. Sehr schön. Gut. Es kann sein, dass dann wieder der Ton mal ein bisschen asynchron ist, aber im Großen und Ganzen vertone ich es eben noch. Also von daher. Nicht so tragisch. Es ist viel passiert. Ich habe viel Zeug verkauft. Bei 348.000 auf dem Konto. Hey, da kann man sich was leisten jetzt. Theoretisch. Ja, ist wieder beim Silo. Kriegt einfach nicht genug davon. Was machen wir als nächstes? Irgendwas bei den Viechern. Mist, da wusste ich nicht mehr, dass ich eine Route schon erstellt hatte. Deswegen fahre ich das alles per Hand. Ich hatte zwischendurch kurz einen Speed-Up, genau, deswegen wollte ich ja mal gucken, dass die alle versorgt sind. Ich meine, die haben für 6 Tage Futter, aber ja. Bin halt übervorsichtig. Schafe. Wie viele Schafe kaufen wir denn heute? 100 hat man dann. 196. Das sind aber auch schweineteuer, die Schafe. Schön. Sind wir gleich wieder blank. Jetzt hätten wir 52.000 Einnahmen für Gebäude. Da haben wir es wieder. Ja. Wassermarsch. Ja, das Ankoppeln von dem Ding ist ein bisschen tricky. Etwas. Oder doch? Ne, passt alles, okay. Dann ist ja alles gut. Ah, genau, Wasser wollte ich holen. Stimmt, da war was. Jetzt weiß ich es wieder. Da so. So, das ist der Volltank. Kann ich da nochmal, was ich gerade schon gemacht habe, aber okay. Moment, ich mal einen Traktor leisten. Zur Miete. Genau, ich schmeiß das Ding einfach dahin. Licht. Danke. Ich weiß nicht genau, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich wollte den Mist holen oder so. Ich baue noch zweiten von den Dingern. Das ist auch so ein Krampf, immer das hin und her zu fahren. Oder doch die Schafe? Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit dem Ding mache. Ja, Mist oder Schafe? Das sieht nach Schafen aus. Die Paletten vielleicht nochmal stapeln. Ja. Ja, okay, nichts. Gut, so geht's natürlich auch. Ich kann mich erinnern, dass in irgendeinem Spiel waren die beiden Blinklichter unterschiedlich schnell. Ich glaube, das war ein Construction Simulator. Da war die eine einen Ticken schneller als die andere. Ausweicheln. So, da sind jetzt zwei Paletten drin. Warum auch immer zwei schon drin sind, ich weiß es nicht. Der Baum, gell? Na, so wird das, glaube ich, auch. Doch, so was. Nicht?
Und diese Dunkelheit die ganze Zeit ist auch so furchtbar. Ich weiß gar nicht, warum das immer so dunkel ist, wenn ich irgendwas spiele. Wenn ich Overclock aufnehme, wenn ich Farming Simulator spiele, ist immer permanent dunkel. Jetzt sollte ich mal die Zeit ein bisschen anpassen. Ich nehme auch immer im Dunkeln auf, also warum soll es im Spiel anders sein? Okay. Klingt logisch, gell? Ich brauche noch einen Tag Arbeit, dann haben wir einen Tag frei. Maria Himmelfahrt. Juhu. Dann kann ich wieder mehr Videos machen. Also, das, was ich gerade mache. Ich habe keinen Platz mehr auf der Platte. Es ist so traurig. Was hat er jetzt hier gemacht? Gras, natürlich. Warum auch nicht Gras? Ich erinnere mich. Da kann ich so schon, wie es voll geht. Und ich brauche dringend einen Kercher. Meine Fahrzeuge schon alle aus wie Sau. Das ist auch nicht schön auf Dauer. Kurios, die Tram hört man gar nicht mehr in der Aufnahme. Jetzt habe ich lieber die Gelegenheit, das, wie sagt man dazu, den Ausschlag zu beobachten, während ich nicht rede. Das jetzt beispielsweise, wenn ich den Mund öffne. Zum Beispiel. Und das ist, wenn Atem immer noch reingeht in die Aufnahme. Na, jetzt ist besser. Ja, es ist alles so ein bisschen Feinabstimmung. Wem ist es jetzt? Das war eine Halterung, die ich dazu gekauft habe. Aber sobald ich mal dran komme, ist das Mikrofon verstellt und es hängt irgendwo nur nicht da, wo es vorher hing. Und deswegen ist es meistens am Anfang der Aufnahme erstmal ein bisschen richten angesagt. So, was macht der denn jetzt noch hier? Ja. Zu Recht weiß er noch nicht, was er anfangen soll mit seinem Dasein. Ist lange kein Gras geerntet. Nicht? Das könnte hilfreich sein. Nicht? Kein Licht. Ja, immer große Feldmission. Ja, das ist so eine von denen, die ich abgebrochen habe irgendwann. Könnte ich rausschneiden. Ja, hier hat man es wieder, dass ich jetzt einfach die Feldmission abgebrochen habe. Aus irgendeinem Grund. Dass jetzt schon der Tag ist, wie man sieht. Ein einfacher Schnitt und so. Und ja. Manchmal fange ich einfach an und nehme es dann später erst auf, wenn ich ein paar Sachen gemacht habe, die ich jetzt unbedingt machen wollte. Ohne ein paar Tests oder so, ein paar kleine Fahrten oder sonst sowas. Irgendwas ist immer zu tun. Und dann starte ich halt die Aufnahme erst, wenn es ins Eingemachte geht. Wenn es vorzeigbar ist. Daher dieser kleine Schnitt hier drin. Ich weiß nicht genau, was er jetzt macht. Er macht irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er holt Stroh. Stroh für die Schafe. Nee, für die Schweine. Nee, er holt kein Stroh. Ach, er versucht nicht auch jetzt den anzukoppeln. Ach komm. Das wird nix. Das wird nix. Schwach. Er hat es auch geschafft. Schön. War ja zu erwarten. Ah, stimmt, die Gerste. Ich glaube, das Gerste war. Oder war es Weizen? Ich habe es gar nicht gesehen jetzt. Irgendwas war im Angebot. Rechts unten sieht man es blinken auf der Karte. Gerste war es. Und da ich ja meinen großen Anhänger weggegeben habe für die Schafe. Hey, das war jetzt schon die letzte Aufnahme. Coole Sache. Ja. Muss ich leider feststellen, dass das sehr ineffektiv ist mit den Dingern hier.
Ach Gott, da kommt ja nochmal eine Feldmission, die ich nicht gemacht habe und abgebrochen. Und habe ich das Territory sogar zum Ende gemacht. Ich werde es gesehen. Das ist echt blöd, dass ich mir die Folgen vorhin hier anschaue. Da könnte ich mir so viel rausschneiden am Anfang. Na gut. Da ist noch was drin. Jetzt hat's.